Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Projekt Indien bei Victoria 2. Ich bin so euer lieber Odo. Die letzten beiden Male haben wir mit Punjab bereits zwei kleinere Gebiete erobert, und zwar Sindh bzw. Kalat. Also Kalat ist rein von der Fläche her schon recht groß, aber von der Bevölkerungszahl her eher klein und mickrig. Und als nächstes planen wir einen Einmarsch in Afghanistan. Juhu, Afghanistan. Wir sind gerade dabei, einen Kriegsgrund gegen Afghanistan zu produzieren. Dadurch ist auch unsere Infamie jetzt auf über 20 gestiegen, was ein bisschen schade ist, weil wir dadurch danach keinen Krieg mehr führen können, so bald mehr. Das heißt, wir werden vielleicht doch nicht unbedingt diese militärischen Sachen machen, sondern vielleicht doch eher was Wirtschaftliches, nachdem wir Afghanistan erobert haben. Schauen wir mal. Was ich auf jeden Fall noch ganz gerne erobern würde, wäre Makran. Wenn wir Makran nämlich auch haben, dann haben wir den gesamten Westteil Indiens plus eben Afghanistan erobert. Was ich auch gerne hätte, wäre Persien als Bündnispartner. Jetzt ist das aber blöd, weil Persien kann uns im Krieg gegen Afghanistan sowieso nicht helfen, da sie nämlich einen Waffenstillstand mit Afghanistan haben. Das war also nicht so gut. Und ich habe gesehen, dass Afghanistan tatsächlich eine Region von Bukhara erobert hat. Ich weiß nicht genau welche, diese wahrscheinlich. Balk, nehme ich mal an. Weil sie haben jetzt keinen Kriegsgrund mehr mit Bukhara. Und sie hatten vorher gegen Bukhara und gegen mich einen Kriegsgrund. Von uns verlangen sie Peshawar, aber das werden wir ihnen nicht geben. An und für sich plane ich den Krieg gegen Afghanistan genauso wie gegen Kalat. Ich lasse sie mal kommen. Mit einer Truppe werde ich mal anfangen zu besetzen bei ihnen. Vor allem die Hauptstadt Kabul würde ich ganz gerne relativ bald besetzen. Ich würde wahrscheinlich mit denen hier. Ah, wobei, die könnten. Na, die könnten eigentlich da bleiben, dabei. Es passt schon. Ich würde dann mit der Truppe wieder besetzen und mit den beiden anderen Truppen die gegnerischen Truppenkörper erledigen versuchen. Wenn mir die Eroberung gelingt, das wäre schon sehr cool. Das wäre schon sehr cool. Ich meine, die Gebiete da sind jetzt nicht so großartig. Was haben die da? Wolle und ein wenig Holz. Holz ist auf jeden Fall nicht schlecht. Noch mehr Wolle und ein bisschen was zum Essen. Naja, die reichsten Gebiete sind es nicht, aber es bringt uns Forschungspunkte für die Zivilisierung. Also wir wollen ja zivilisieren, möglichst bald und möglichst schnell. Und dazu müssen wir, wenn geht, möglichst schnell Punkte machen. Na gut, egal. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Was wir auch hoffen, ist, dass Großbritannien seine Truppen nicht zu kriegerischen Zwecken gegen uns einsetzt, sondern nur dazu, nur dazu, um uns, das dann noch weiter runtergeben auf 30%. Ich will ein bisschen Geld verdienen. Denkste. Ja, weil sich die Truppen wahrscheinlich bewegen. Das kostet mehr Geld, wenn sich Truppen bewegen. Okay, Pesche war angekommen. So, 12.000 Mann haben die da. Das sind nicht so viele eigentlich. Ich hoffe, er hat viele Truppen in dem letzten Krieg verloren, den er geführt hat, weil jetzt zwingen wir ihm einen Krieg auf. Okay, wirklich Geld machen wir nicht. Vielleicht sollten wir die. Wieso sind die auf 35%? Die gehen auf 30% und die auf 20 wieder.
vielleicht sogar 25%. Wir brauchen Truppen und keine Bürokraten. Nepal. Bündnisangebot von Nepal. Warte mal, hatten die nicht schon ein Bündnis mit mir? Aber die schauen jetzt anders aus. Das heißt, die hatten eine Revolution oder so irgendwas. Ja, fortfahren, machen wir doch glatt. Wie schon gesagt, wir sind die Himalaya-Allianz. Nepal, Sikkim und wir. Wieso ist Bhutan nicht dabei? Die sollten auch dazu kommen. Und Tibet. Aber Tibet geht nicht, weil die sind ein Satellitenstaat. Ach ja, China wäre schön. Egal. Gut, ja, die können da alle erhalten werden. Passt. Yay! Wir haben Geld gemacht. Hurra! So, die Reaktionären haben schon 12% bei uns im Land. Auch nicht schlecht. Das ist eh gut. Das sind Staatskapitalisten. Und Hurra-Patriotismus haben sie auch. Ja, ich hab's befürchtet. Schade. Texas ist nicht Teil von Mexiko geblieben. Eigentlich schade. Ich habe mal in einem anderen Let's Play oder irgendwo anders, ich weiß nicht genau, wo ich das gehört habe, vielleicht in einem After Action Report. Gut. Sollen wir gleich angreifen? Warum nicht? Na, wir wollen ein bisschen mehr Geld eigentlich. Aber es schaut nicht so aus, als würden wir mehr Geld machen. Also Kalat ist jetzt vom Einkommen her jetzt nicht so der Bringer gewesen. 30% will ich da schon bleiben, weil sonst verliere ich Truppen sogar. Haben wir nicht gesagt, dass die Führer automatisch erstellt werden? Wieso tut er das dann nicht? Komisch. Du bist mal da hier. Die werden sicher als erstes Peshawar angreifen. Weil dort haben sie einen Chor drauf. Und man noch ein bisschen mit dem Kriegsgrund. Nicht, dass der da angreifen kann, während wir noch drinnen sind. Wobei andererseits. Was soll er doch? Soll er doch? Ja, machen wir doch glatt. Wir sind solche Kriegstreiber. Mal schauen. Ich hoffe, er hat nur noch diese 13.000 Mann oder 14.000 Mann eigentlich, die sich jetzt nicht nach Dings, die bewegen sich nach Keta. Schau an. Das heißt, so, es tut mir leid, meine lieben Freunde, ich bin gerade vorhin vom Spiel ein wenig rausgeworfen worden. Hab das deswegen jetzt neu laden müssen. Das heißt, wir sind wieder am 1. Jänner 1839, das ist der Autosave-Spielstand. Wir sind noch immer dabei, den Kriegsgrund gegen Afghanistan zu bekommen. Okay, naja, schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall, da sind wir jetzt. Machen wir weiter. Ja, genau. Wieder auf volle Wäsche. Ja, okay. Gut, das haben wir vorhin ja auch gerade gesehen. Schauen wir mal. Ja, wir haben schon wieder zwei Diplomatie. Gut, gut. Ich würde ganz gerne. Persien will ich schon ganz gerne als Bündnispartner, egal ob sie mir jetzt in dem Krieg helfen können oder nicht.
egal, ob sie mir jetzt helfen können oder nicht. Okay, wir können sie annektieren. Na dann, annektieren. Ich hoffe einfach, dass sie sehr stark geschwächt sind von den zwei Kriegen, die sie jetzt gerade gehabt haben. Wir werden wieder versuchen, mit einer Truppe, nämlich mit dieser hier, eben zu... Okay, da sind nur noch 6000, wo sind die anderen hin? 6000 können wir gleich angreifen. Ah, Feigling. Ah, okay. Der will nicht. Wo sind denn die anderen Truppen hin? Da waren doch über 10.000. Okay. Die werden schon noch auftauchen. Fürchte ich fast. Vielleicht sollten wir es ein bisschen anders machen. Hier geht's nach Multan vielleicht. Ah, da. Upsi. Da sind aber viele. Hier geht's nach Peshawar und dann werden wir Ghazni mit denen belagern. Uff, 19.000 sind nicht wenig. Nichts Besseres zu tun, als sich da zu verbessern gegen uns? Arg. Ja, diese 7.000 werden wir schon irgendwie hinkriegen, oder? Hoffe ich. Schauen wir mal, was passiert. Das dürften auf jeden Fall bessere Truppen sein, weil die sind relativ schnell in der Belagerung. Ah, mei. Sehr gut. Ihr geht's da rein, ihr geht's da rein. Na gut. Hauptsache die Truppen von ihm sind getrennt voneinander, während meine Truppen beieinander sind. Oh, das schaut gut aus. Schaut sogar ausgezeichnet aus. Das ist tatsächlich ausgezeichnet. So, hier geht's. Ah, das ist jetzt nicht so perfekt, aber was soll's, gehen wir trotzdem da hier. Kabul wäre noch ganz gut, wenn wir erobern könnten. Und hier geht's einmal daher. Schauen wir mal, was diese 19.000 Wappler da machen. Die gehen weiter nach Kitral. Wow, das sind 20.000 schon. Aber jetzt noch 17.000. Und sie gehen weiter nach Jalalabad. Wahrscheinlich wollen sie Ghazni angreifen. Vielleicht ist das gar nicht einmal so blöd, wenn wir dann da sind. Da können wir Ghazni nämlich unterstützen. Wohin? Nach Ghazni. Tatsächlich. Na, dann gehen wir mit diesen 16.000 da rein. Wenn sie uns angreifen. Na gut, sie bleiben stehen. Sie gehen wieder rein. Sie bleiben stehen. Sie gehen wieder rein. Sie bleiben stehen. Das können wir jetzt das ganze Spiel über so machen. Sie gehen rein. Sie bleiben stehen. 22.000 Mann. Sie gehen rein. Sie bleiben stehen. Sie gehen rein. Sie bleiben stehen. Haha. Ist okay. Damit kann ich leben. Das ist Computerärgern, was wir da machen. Ah, komm schon.
Könnten wir bitte Ghazni jetzt langsam erobern? Könnten sie natürlich angreifen lassen. Sie angreifen lassen. Kabul wäre natürlich schön, wenn wir erobern könnten. Rein theoretisch. So, schauen wir mal, was passiert. Oh, warte mal. Es geht ja nach Kabul weiter. Gut. Wie bringen wir diese 24.000 Leute aus dem Verkehr? Gehen wir so, so und so weiter. Wir werden dann mal 9000 Leute darauf schicken, Gilgit zurückzuerobern. Ah, die Cholera. Ich hasse die Cholera. So, du gehst nach Ghazni. Dann gehst du doch da runter. Wir machen es lieber langsam. Und wir verhindern, dass der... Okay. Gut, nachdem er nicht mehr reingeht, sondern nach Bamyan. Wie lange braucht er dorthin? Bis zum 14. Oktober. Und wie lange brauchst du hier? Bis zum 9. Sehr gut. Und du brauchst bis zum 4. Ist auch okay. Jalalabad. Versuchen wir das da zu erobern. Mit etwas Glück. Kümmert er sich jetzt um die Belagerungen da unten. Ja, aber wir müssen ihn trotzdem irgendwie besiegen. Ah, das sind so viele. Was hat denn der da? Nur Infanterie. Gut. Der dann gleich Kabul weiter angreift. So, 50. Wow, nein. Ist okay. Hin. Nach Kabul war eh klar. Ach, ich will diese Belagerung nicht aufheben, aber ich muss. Gut. Nach Ghazni passt. Soll sein. Ich will vor allem Kabul mal erobern. Mit etwas Glück
Mit etwas Glück gelingt mir das, bevor er Ghazni erobert. Wahrscheinlich eher nicht. Wenn er mal Kabul nicht mehr hat, kann er, glaube ich, seine Truppen auch nicht mehr so gut aufrüsten. Okay, neue Großmacht. Sehr gut, außerdem wird der, glaube ich, vor Ghazni fertig sein. Er könnte knapp werden. Was können wir dieses Mal dann vielleicht riskieren? Dass er Kabul angreift, bevor wir 70. Ja, vor allem haben wir Kabul gleich. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, meine Herren. Was ist mit dir? Wenn Kabul angegriffen werden, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da ist gebirgiges Gelände, da müsste man eigentlich einen Verteidigungsbonus kriegen. Bis 4. Februar. Und der ist bei 87%. Halt er das so lange durch? Das ist eine riskante Sache. Na komm schon. Schaffst du die Belagerung bitte endlich? Zu spät, verdammt. Okay, Spanien und Marokko trennen sich unentschieden. Beziehungsweise 1:0 für Spanien. Puh, diese Schlacht hier. Okay, hat tatsächlich einen Malus von minus 3. Wir haben gewonnen in Kabul. Sehr gut. Auf nach Ghazni. Mit allem hinten nach. Mit etwas Glück können wir ihn dort erledigen. Weil wir schneller sind als er. Wir haben nämlich Kavallerie dabei. Na schade, wir waren nicht schneller. Aber Gilgit haben wir gewonnen. Das heißt, du gehst weiter nach Peshawar. Oh, boah. Können wir den Kampf gewinnen? Ja, wir können. Artillerie ist gut auf Ebene offensichtlich. Wohin geht der jetzt? Oh, gar nirgends mehr hin. Auf nach Bamyan. Supi. Du gehst nach Faisabad. So, jetzt haben wir Afghanistan besiegt. Gott sei Dank gedankt. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir das schaffen jetzt noch. Diese 24.000 Truppen, ich bin eh so unfähig, was Krieg führen betrifft. Aber das mag uns. Na gut. Was? Die Krönung von Queen Victoria. Am 28. Juni 1898 bestieg Prinzessin Alexandrina Victoria des Hauses Hannover als Queen Victoria den Thron des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Irland an ihrer Herrschaft, nach der es im Übrigen das Spiel benannt, die sogar einige wenige Jahre ins 20. Jahrhundert reichte, erinnerte man sich später als den absoluten Zenit des britischen Weltreichs, in dem die Sonne niemals unterging. Sie war der letzte britische Monarch des Hauses Hannover und ihre Thronbesteigung markierte auch das Ende der Personalunion zwischen Britannien und Hannover. Heute hat eine jubelnde Menge die junge Queen Victoria zu ihrer Residenz im neu gebauten Buckingham Palace begleitet. Na gut, ist auch gut. Wir können damit leben. So, und wir können vor allem wieder mehr Geld für die ausgeben.
So, wir werden jetzt eh relativ lange keinen Krieg mehr führen. Zumindest keinen, den wir starten. Weil bis wir Makan einen Kriegsgrund aufzwingen können. Na, vielleicht kriegen wir ja noch zufällig einen Kriegsgrund gegen irgendjemanden. So, wir werden da jetzt wieder Folgendes machen. Hierher geht's nach Peshawar und versucht euch dort irgendwie ein bisschen rauf auf 45%. Vielleicht schaffen wir es ja, die Leute zu regenerieren ein wenig. Beziehungsweise kann man eigentlich wegwerfen, diese Truppe. Weil Afghanistan hat nichts mehr uns entgegenzusetzen. Sie haben Gott sei Dank auch keine Bündnispartner. So, apropos Bündnispartner. Wir werden die Beziehung zu Persien weiter verbessern. Jetzt haben wir ein Plus. Vielleicht haben wir ja Glück und sie gehen ein Bündnis mit uns ein. Wie schaut das da aus? 6.700. Ja. Oh, wir haben die Cholera. Wir verlieren urviele Leute. Ärgerlich. Blöde Cholera. Oh, wir kriegen gleich wieder ein paar Leute. In einem zivilisierten Land. Na, wenn wir Afghanistan haben, hat sicher Bukhara einen Kriegsgrund gegen uns. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wahnwitz. So, du kannst sie überall erhalten werden, da, gell? Dann gehen wir mal nach Farah. Wie schaut das bei dir aus? Ja, du nicht. Ah, perfekt. Das heißt, du gehst nach Bern und du gehst nach Balk. Nach Bern. Bären? Nein, Herat. Herat Bären. Ach Gott, ich bin so dumm. Yay, es sind schon wieder 3000 Leute. Na bitte. Geht ja. Man muss nur lang genug jammern. Warum brauchen eigentlich die Typen so viel länger als die Typen, obwohl sie auch Kavallerie drinnen haben, genauso wie die? Das verstehe ich nicht. Wahrscheinlich ist das Gebiet hier stärker befestigt oder mehr Leute. Vielleicht wohnen da mehr Leute. 100.000. Na, da wohnen 120.000. Ist okay. Ah gut, der hat vorhin da belagert. Das sind auch 100.000. Und gebirgig noch dazu. Man sollte doch annehmen, dass die länger brauchen für das als die hier. Verstehe ich nicht. Muss ich das verstehen? Weiß ich nicht. Ich denke, was Interessantes dabei. Nö. So.
Normalerweise kostet das, glaube ich, gar nicht so viel, das Erobern von Unzivilisierten, aber es kann sein. Schauen wir mal, falls sie jetzt ein Bündnis werden nicht akzeptieren. Warum eigentlich aktuelle Kriege? Ah, okay, aber das könnte ja sicher ändern. Infamie ist auch auf minus 40 und zu viele Bündnisse. Wer hat zu viele Bündnisse? Wir sicher nicht. Oder haben wir zu viele Bündnisse? Oder haben die zu viele Bündnisse? Kokand, Necd und Bukhara. Während wir haben Bündnisse mit Nepal und Sikkim. Das kann es ja wohl nicht sein. Komm schon. Yay, noch mehr Reaktionäre. Das ist ja arg, der ist mit zwei Belagerungen schneller als der mit einer. Wie kann das sein? Können wir diese Stadt endlich belagern? Endlich schaffen, die Belagerung? Ist das arg? Das Spiel da ein Problem? Geht's dem Spiel nicht gut? Ah, doch noch geschafft. Gut, du gehst daher. Vereinigst dich wieder und gehst zurück in die Hauptstadt. Und dann werden wir schauen, wenn wir unsere Truppen neu organisieren und werden versuchen, unsere Wirtschaft ein bisschen anzukurbeln. So, na komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wir wollen in dieser dritten Installment Afghanistan erobert haben. Auf nach Punjab, nach Lahore. Gut. Naja, Pakistan haben wir schon fast erobert und Pakistan ist immerhin ein Teil von Indien gewesen. Eine ziemlich lange Zeit. Sogar einen Teil vom jetzigen Indien haben wir schon in unserem Reich und eben Afghanistan. Hat auch was. Mal schauen, ob wir es erobern können, wenn wir das da erobert haben. Dieses Gebiet. Schauen wir mal, ob das dann ausreicht, um in den Frieden vorzuschlagen. Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Okay. Das heißt, wir müssen wirklich alles erobern. So, ihr, wo geht's ihr hin? Ihr geht's nach Peshawar vielleicht. Oder nach Quetta. Quetta ist gut. Ich hoffe, Bukhara kommt dann nicht auf die Idee, uns anzugreifen. Dass sie einen Casus Belli gegen uns haben. So, könnten wir nicht noch schneller stellen. Passiert eh nicht wirklich was. Einstweilen. So, wir haben das Jahr 1841. Das heißt, 5 Jahre sind vergangen und Punjab ist richtig groß geworden. Mit Afghanistan sind wir echt eine totale Regionalmacht. Wahrscheinlich von der Größe her wie Persien. Naja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so reich wie Persien. Persien hat erstens kleinere Regionen, also flächenmäßig kleinere, mit mehr Einwohnern wahrscheinlich. Dreihundert. Auf jeden Fall sollten wir es nach dieser Eroberung geschafft haben, da noch eines zu nehmen. Ich überlege gerade, ob wir dann vielleicht tatsächlich irgendwas Wirtschaftliches eher nehmen sollten, als was Militärisches.
Oder. Wir könnten natürlich hier noch etwas warten mit der 8600. Puh, ist doch eine Weile noch, bis wir das haben. Könnten warten, bis wir die 8600 haben. Sind 1200 bei derzeit plus 2 pro Tag. 1200, das sind 600 Tage, das sind 200 Tage müssten wir warten. Da könnte man nämlich das dann machen. Und wenn wir das gemacht haben, was getan hätten. 1,5 Jahre wahrscheinlich, ein bisschen mehr als 1,5 Jahre. Dann würden wir mehr Punkte daraus kriegen und das nächste schneller kriegen. Eine interessante Überlegung, ob wir das tun sollen. Noch nicht annektieren. Oder gleich annektieren und das Bildungssystem reformieren. Oder die Eisenbahn oder sonst irgendwas Wirtschaftliches. Was unsere Leute stärker Geld produzieren lässt. Gute Frage. Nicht gute Frage. Schauen wir mal, wie weit sind wir jetzt? 7500. Wir brauchen 8600 dafür. Werden wir in nächster Zeit noch viel erobern? Wahrscheinlich eher nicht. Makran möchte ich erobern, aber das war es dann schon. Und für Makran müssen wir auch noch ein bisschen warten. Was wir natürlich machen könnten, rein theoretisch, wäre da oben noch kleinere Eroberungen in Kokand, Bukhara und Kiva. Oder in Xinjiang oder Tibet. Das ist, glaube ich, nur ein Gebiet. Wir könnten Tibet versuchen zu erobern. Ah, das wäre natürlich auch cool. Tibet wäre schon sehr nett. Da könnte uns sogar Nepal helfen. Aber das geht nur so lange, sobald Tibet kein Satellitenstaat mehr ist. Ich glaube, es gibt irgendein Ereignis, dass Tibet kein Satellitenstaat mehr ist. Oder irgendwie kann das passieren, auf jeden Fall. Das wäre natürlich schon cool. Oh, da ist kein Satellitenstaat. Oder? Ah, er ist nicht verbündet mit. Interessant. Er ist zwar ein Satellitenstaat, aber nicht verbündet. Die Mongolei ist auch nicht verbündet. Wie kann man Satellitenstaat sein und nicht verbündet? Weiß ich nicht. Ist egal. Wenn man nach Gilgit. Nein, erobern wir es und aus. So. Wir könnten auch da drüben jetzt machen. Oh, das sind die, die mehr bringen. Bergbau und Landwirtschaftseffizienz und Experimentaleisenbahn. Oder eine Landreform, die kostet weniger. Wir können uns dann schneller was Neues leisten und macht eigentlich das Gleiche, nur bringt es keine Dings. Oder eine Bildungsreform, die kostet auch 10.000. Finanzreform kostet auch 10.000. Verwaltungsreform auch 10.000. Und 15%. Aber die bringen alle 15% Zivilisationsfortschritt. Das bedeutet, die kriegen nichts für die Zukunft dann. Da haben wir schon dann eine Eisenbahn. Machen wir die Eisenbahn. Eisenbahn, Eisenbahn, Eisenbahn. Wenn wir das machen, könnten dann 8700.
8600. Das sind 16.000 zusammen. Wenn wir das machen, könnten wir auch das relativ bald machen. Aber ich will eine Eisenbahn. Ich liebe Eisenbahnen. Und es macht auch landwirtschaftliche und Bergbaueffizienz höher. Also wir machen einfach die Offiziersausbildung. Das bringt so nur 6-10%. Und da ist nächstes dann die Landreform. Oder die Landreform und dann die Offiziersausbildung. Wir machen die Landreform. Und dann als nächstes die Offiziersausbildung und aus. Das passt schon. Jetzt haben wir 3400. Das heißt, wir brauchen noch etwa... da steht hier jetzt nicht mehr, wie viel es kostet, weil wir bis 11. Jänner warten müssen. Na gut. Wir haben aber unseren ersten Schritt in Richtung... Zivilisierung gemacht. Punjab ist groß und mächtig. Ho, 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 ho. Okay, Herrschaften, ich wünsche euch dann noch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes.